Ich gehe da drei, vier, fünfmal durch, ja, dann habe ich nämlich einen grünen Stift und einen roten Stift und so weiter und mache mir die Kringel hin, dann geht es auf der anderen Seite auch noch weiter mit Ergänzungen und so weiter. Und das ist der Prozess, auf den es eigentlich ankommt. Und ich habe den Eindruck, dass viele Studierende den weglassen. Mein Name ist Barbara Renthoff. Ich bin im Moment nach vielen Jahren an verschiedenen Universitäten hier Seniorprofessorin am Fachbereich 4 Erziehungswissenschaft in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft im Institut. Aber ich mache normale Lehrveranstaltungen weiterhin, so wie ich das früher auch gemacht habe. Ich arbeite an zwei Projekten momentan, und zwar beides Bände für eine Einführungsreihe Geschlechterforschung und Erziehungswissenschaften. Da gibt es so verschiedene thematische Bände und ich bin an zwei beteiligt und das ist viel Arbeit, ja. Was ich lernen musste, ist tatsächlich die Textsorte für mich zu klären. Also für wen, an was, zu welchem Zweck schreibe ich gerade? Also als ich meine Qualifikationsarbeiten geschrieben habe, Diplomarbeit, Promotion und so weiter, da musste ich das wirklich richtig gehend lernen und dann sind die Sachen viel zu groß, die einzelnen Kapitel oder zu eng. Und das ist tatsächlich ein Übungsprozess. Ich sehe das auch an meinen Studierenden. Diese Mischung aus tatsächlich am Text, an der Literatur, an der Fragestellung eng arbeiten und zugleich aber auch irgendwie den eigenen Geist da sozusagen sich entwickeln zu lassen und auch da einfließen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach. Also viele bleiben zu ängstlich dann an ihrem Text. Und bei mir war es umgekehrt. Also das von meinen Büchern, was wirklich immer noch mir am allerbesten gefällt, das habe ich erst nachträglich als meine Habilschrift eingereicht. Das ist ein nicht auch für die Akademie geschriebener Text. Und das ist einfach das Beste, was ich je geschrieben habe, ja, weil da noch so eine gewisse Freiheit drin ist. Ich hatte nicht geplant, für wen. Ich habe das Buch sozusagen für mich geschrieben, als Erkenntnisweg. Und das ist, ja, bedauerlich, aber das ist eine wichtige Erfahrung für mich gewesen, dass ich eben das austarieren muss. Die eigene, ich sag jetzt mal Kreativität in Anführungsstrichen, ja. Und weil man denkt ja nicht wild in der Gegend rum, aber die eigene Auseinandersetzung mit dem Text und die Rezeption und auch sozusagen das Aufbereiten für irgendeine imaginäre Leserschaft, ja. Also eine Herausforderung ist sicher der Umfang. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich weiß, ich schreibe eine Hausarbeit von 15 Seiten, dann dann muss ich sozusagen mein inneres Vorhaben so weit umgrenzen und eingrenzen, dass das tatsächlich auf diese 15 Seiten passt. Also ich habe das ganz oft in den Sprechstunden, dass die Leute kommen und sagen, ich möchte meine Bachelorarbeit schreiben über das und das. Und dann sage ich, ja, reicht für zwei Doktorarbeiten, was sie da vorhaben, ja. Und dann muss man im Gespräch versuchen, so einen Punkt zu finden. Das ist ein bisschen frustrierend oft, ja. Also man hat sich so was Großes vorgestellt, aber dann wird man scheitern, weil man dann sozusagen also dann wird es notwendig, entweder oberflächlich oder stückhaft oder also irgendwie wird man unzufrieden sein. Und das ist, obwohl mir das zutiefst widerstrebt, ist es bei solchen Arbeiten gut, vorher zu überlegen, was mache ich jetzt und wie viel Platz habe ich dafür, ja? Ich mache das mit den Studierenden ganz konkret. Ich sage, okay, Sie wollen das und das und das machen, Sie haben 15 Seiten, dann haben Sie für das Kapitel 2,5 und da haben Sie zwei, überlegen Sie sich, was passt da rein in 2,5 Seiten, ja? Und dann haben die eher so eine Vorstellung und das fällt ihnen dann leichter zu sagen, okay, ich nehme nur den Aspekt von dem ganzen Plan, den ich hatte, ja? Und das erleichtert es dann wiederum, das dann auch gut zu machen, ja? Also ich bin gar nicht sicher, ob einem jemand was über akademisches Schreiben beibringen kann. Solange man noch für einen Dozenten, eine Dozentin oder einen Qualifikationsakt schreibt, ist es sicherlich
wichtig, dass man die akademischen Konventionen kennt, ja, und weiß, ob diese Person jetzt besonders eng auf diese Konventionen achtet oder nicht. Ich ermutige die Studierenden eher dazu, einen Gedanken auch mal zu entwickeln, ja. Aber das ist nicht immer so. Also andere Kollegen, die wollen lieber, dass es jetzt mal sozusagen klar am Text durchbuchstabiert wird. Darüber muss man sich vorher Gedanken machen. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Ja. Und manchmal ist tatsächlich das, was eigentlich das Langweiligste ist, nämlich in einem braven, deutschlehrerhaften Stil mit einem ordentlichen Satzbau irgendwie zu sagen, XY schreibt dies und jemand anders schreibt das und das. Ja. Das ist eigentlich langweilig, weil es ja nur der Anfang des Gedankens ist. Interessant wird es ja dann. Ja, was habe ich jetzt hier, wenn ich hier zwei widersprüchliche genannt habe? Wieso denkt der eine so und der andere so? Welchen Hintergrund historisch und theoriegeschichtlich hat das? Ja, und dann muss man ein bisschen freier werden. Ja, aber um freier zu werden, muss man auch sehr viel wissen. Ja, also es hat auch keinen Sinn, da so rumzufuchteln irgendwie im dritten Semester und zu denken, jetzt kann man da so den großen Aufriss machen. Und diese Art von, ich würde mal sagen, Bescheidenheit, ja, das ist irgendwie, das muss man, ich glaube, das muss man wirklich für sich selbst lernen, ja. Also ich schreibe mit Bleistift, obwohl ich eigentlich nie was weggradiere, sondern ich streiche es durch und manchmal taucht es wieder auf. Dann denke ich, ach, das war gar nicht so schlecht, dann kann ich es wieder hervorholen. Wenn Sie wenn Sie am Laptop schreiben und dann immer durchstreichen, dann ist es viel schwerer, den Überblick zu behalten, weil ja alles gleich aussieht, gleich groß und die gleichen Buchstaben und so weiter. Während hier haben Sie dann mal so was Hingeknuddeltes oder so und können sich im Grunde zwischen wichtig und unwichtig oder vorläufig und so weiter besser orientieren. Also das ist jetzt sozusagen Phase 1, vielleicht noch eher so. Ja? Also ich schreibe etwas, manchmal sehen die Seiten ganz einfach aus, dann tippe ich die ab und streiche die nur durch, fertig. Aber meistens ist schon im Schreibprozess, dann kommen Einfügungen, die stehen dann auf anderen Blättern vielleicht oder auf der Rückseite und dann wird der Text natürlich immer unübersichtlicher und deswegen habe ich angefangen immer mit so bunten Stiften, weil ich das dann nicht mehr gefunden habe. Wo habe ich das jetzt hingeschrieben, was an diese Stelle soll und so weiter, ja. Und dann, wenn das so zugewuchert ist, ja, also dann nimmt man vielleicht noch die Rückseite dazu, da stehen dann auch noch Einfügungen oder so. Und wenn das ganz zugewuchert ist und ich nichts mehr erkennen kann, ja, dann fange ich an, das abzutippen. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt, ja. Und das wäre jetzt die Phase 2. Ja? Dann habe ich das einmal abgetippt, aber dann fängt die nächste Arbeit an. Das ist irgendwie, gefällt mir alles nicht oder es passt nicht zusammen oder es ist zu kurz oder zu lang oder sowas. Also gibt es jetzt hier auch wieder diese Durcharbeitungsschritte, ja. Also dies ist ein schwieriger Text, weil er kurz sein muss. Ja, das ist nicht so meine Lieblingsvorgabe. Aber dann geht sozusagen weiter, das ist jetzt aus dem anderen Text, glaube ich. Das wäre dann sozusagen, es wird immer sparsamer, die bei jedem Durchgang, wie viele Veränderungen ich dann dran gemacht habe. Ja, das ist jetzt aus dem anderen, ist auch egal. Wenn ich merke, an dem Text ist kaum noch was geändert, dann kommt so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt kann ich es irgendwie, jetzt kann man den Text loslassen, ja. Für jeden Text, an dem ich arbeite, habe ich ein eigenes Ringbuch, ja, oder so ein College-Blog. Dann bleiben die Sachen erstmal für den ersten Durchgang beieinander, bis ich sie abgetippt habe. Und damit ich da nicht durcheinander komme, also habe ich für das eine Buch oder das eine Kapitel, habe ich dann sozusagen ein eigenes. Und dann bleibe ich konzentriert, wirklich, und da stehen dann nicht noch 7 andere Sachen, ja, irgendwie Mary anrufen und Blumen kaufen oder irgendwie solche Sachen. Und auch nicht arbeiten für andere Seminare oder sowas, sondern das ist jetzt hier für dieses Kapitel von diesem Buch, ja. Und braucht man natürlich 10 solche Ringhefte, aber okay, das lohnt sich also die Investition, weil man das ja sozusagen dann, irgendwann reißt man die Seiten raus und kann die nächste Seminararbeit darin geschrieben werden. Ne?
In den geistwissenschaftlichen Fächern würde ich sagen, der Eigenanteil soll erkennbar sein, weil was erkennbar sein soll, ist die selbstständige Auseinandersetzung mit dem Material und nicht die Wiedergabe. Und da ist es durchaus sinnvoll, dass man sagt, also jedenfalls ist jetzt meine Meinung und Position, so wie ich sie auch meinen Studierenden gegenüber vertrete, ist es sinnvoll zu sagen, ich sehe das so und so. Und zwar dann in dem Fall vor allem, wenn man kontroverse Positionen vorfindet, ja, oder widersprüchliche Einschätzungen. Dann kann man auch sagen, mir leuchtet das Argument XY mehr ein, weil, und das ist das Wichtige, da muss man begründen, wenn man privat argumentiert. Also ich würde sagen, das Wichtige ist, man muss immer erkennen können, wer spricht jetzt gerade. Spricht jetzt sozusagen der Text, den ich zitiere, oder spreche ich über diesen Text? Das muss man erkennen können an der Art und Weise, wie der Satz geschrieben wird, ja. Aber beides ist meiner Ansicht nach sinnvoll und muss aber natürlich irgendwas miteinander zu tun haben. Ganz, ganz bescheuert ist, wenn die Leute schreiben hier, also was weiß ich, Adorno sagt das und der sagt das und meine Meinung, Doppelpunkt, und dann oder eigene Meinung, und dann kommt, ich finde aber, das ist alles ganz anders. Das ist nicht der Sinn der Sache, ja. Aber dass man zwischendrin markiert, wenn das so ist, dann würde ich die und die Konsequenz ziehen. Oder ich habe den Eindruck, dass der und der Aspekt hier in diesem Text unterbelichtet ist. Das ist, halte ich für völlig legitim, solange klar ist, das ist jetzt eine individuelle Äußerung in Auseinandersetzung mit dem Text, ja. Und so mache ich das auch, ja. Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil die individuellen Schreibstile so unterschiedlich sind. Ich weiß, dass ich manchmal von Kolleginnen zu hören bekomme, das klingt sozusagen nicht ordentlich theoriegesättigt und akademisch, wie ich schreibe. Aber das ist irgendwie, glaube ich, was Persönliches, ja. Also faktisch ist es nicht so, aber es klingt vielleicht manchmal so, ja. Also insofern ist es, wenn ich jetzt weiß, ich schreibe einen Handbuchartikel, dann weiß ich von vornherein, der muss irgendwie so und so klingen, wie Handbuchartikel eben klingen, ja. Damit, also das ist eine reine Informationsgeschichte. Wichtig ist sozusagen, dass man die wichtigsten Dinge mitkriegt, die wichtigsten Verweise auf aktuelle Literatur und so weiter. Da hat man nicht viel stilistischen Spielraum, ja. Wenn ich einen Vortrag schreibe, überlege ich mir schon, wer ist das Publikum, ja. Sind es jetzt irgendwie, ist es so ein, sagen wir mal, so ein populärwissenschaftliches Publikum, dann habe ich natürlich einen anderen Stil, als wenn ich weiß, dass meine Fachgesellschaft oder so, ja. Ansonsten glaube ich, auch das ist was man mit der Zeit lernen muss. Und das stellt sich schon in einer inneren, imaginären Korrespondenz zum Gegenüber, also entweder Leserschaft oder Zuhörende. Da stellt sich das irgendwie her. Also das ist auch eine sehr wichtige und auch schwierige Frage. Also die Frage ist schwieriger, als man auf den ersten Blick denkt. Ja? Die hat auch zwei Seiten. Also die Seite der Mitteilung. Gut, ist auch so ein einfacher Rat. Ich sage mal, die sollen sich vorstellen, dass sie das für jemanden schreiben. Ja, für jemanden, der den Sachverhalt nicht kennt, aber die Materie doch sozusagen, also aus dem akademischen Kontext sozusagen erkennen kann. Das ist die eine Seite, also dass man sozusagen sich angewöhnt, dass man nicht immer nur so selbstreferenziell ist, sondern dass man auch zeigen muss, worum es geht. Und das ist auch eine Art Disziplinierung. Ich meine, es klingt jetzt komisch, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal schon von Disziplinierung spreche, aber natürlich muss man sich disziplinieren. Ja, man hat ja einen bestimmten Umfang und dann man hat einen bestimmten Auftrag oder eine Aufgabe. Ja. Also
dieser Gestus oder diese Haltung der Mitteilung, das ist die eine Seite. Und die andere ist aber auch, was mir immer wieder auffällt, es sind noch zwei andere Punkte. Das zweite ist die Verwendung von Text. Ich habe sehr viele Plagiate, ja, also so vielleicht nicht in einem großen Umfang, aber Leute, die, und da gibt es verschiedene Sorten. Es gibt Plagiate von Leuten, die keine Zeit hatten und schnell irgendwas abschreiben, ja. Aber ich habe den Eindruck, dass häufig diese Plagiate Resultat von Ängstlichkeit sind, ja. Die Leute schreiben das ab, weil sie denken, dann ist es richtig. Und die haben genau das sozusagen nicht gelernt, wovon ich finde, dass man es im ersten Semester lernen sollte, nämlich theoretisch denken. Ja? Das heißt also, die sind zu ängstlich und denken, dann ist es falsch, wenn ich das mit meinen eigenen Worten sage. Und dann schreiben die irgendwie abschnittsweise aus irgendwelchen Büchern ab. Ja? Das ist, muss man lernen, sich davon frei zu machen. Aber das heißt nicht, und das ist nämlich die dritte Sorte Plagiate, das heißt nicht, dass man keine Bücher lesen muss. Ja? Das gibt es auch irgendwie Leute, die denken, oh ja, ich habe hier zugehört, das reicht dann schon. Ja? Also ich sage schon, legen Sie sich erstmal ein paar einschlägige Grundlagensachen dahin. Ich muss nicht immer mit Adorno und Kant anfangen, aber ich könnte zum Beispiel mal, je nachdem, wenn ich jetzt in einem erziehungswissenschaftlichen Grundkurs bin, ich kann zum Beispiel einfach mal nach einem Lexikon der Pädagogik greifen und mal gucken, wer ist denn das, von dem hier immer die Rede ist? Oder was heißt denn eigentlich lehren oder zeigen oder erkennen? Was heißt denn das, ja? Huddel das da immer so hin, ja? Also das heißt, dieses Innehalten, Nachfragen und so weiter, dafür braucht man Material. Und ich finde es absolut empfehlenswert, dass man ein Lexikon verwendet. Nicht gerade Wikipedia, das finde ich jetzt ein bisschen zu also steht ja manchmal Unsinn drin oder so, aber man kann auch in der Bibliothek einfach ein konventionelles Enzyklopädie, Brockhaus oder irgendwas und dann vertieft man sich da mal rein und dann langsam entsteht es. Man kann ja nicht am Anfang alles wissen. Wie denn? Ja, es muss ja wachsen. Aber für diesen Prozess des Wachsens, da braucht man eben Ressourcen. Da muss man auch zu dem greifen, was andere Leute für diesen Zweck schon geschrieben haben. Zum Beispiel Einführungen. Ja, und das macht man, liest man vielleicht nur in den ersten drei Semestern und später nochmal, wenn man merkt, man hat mit was zu tun, was man nicht überblickt oder so. Aber im Prinzip braucht man das als Grundlage, ja, und nicht nur irgendwie den Aufsatz, den man im Seminar gelesen hat. Davon kann man dann letzten Endes keine gute Hausarbeit schreiben. Ja? Selbst bei Hausarbeiten würde ich sagen, in gewisser Weise ist ein Text nie fertig. Da stimmt nie jedes Wort oder jedes Argument, ja. Und auch das muss man lernen. Es gibt Leute, ich habe selber einen Freund, der einfach niemals seine Promotion fertig gekriegt hat, weil er immer das Gefühl hatte, es ist noch nicht gut genug. Das ist vielleicht auch hat vielleicht was mit seiner Geschichte, Lebensgeschichte zu tun, für wen schreibt er diesen Text oder so. Aber man muss auch lernen zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, ja. Und ich persönlich mache es so, dass ich immer noch mindestens, also im Optimalfall 2 Wochen vor der Deadline fertig bin. Aber so, dass ich wirklich 3-mal durch den Text gegangen bin. Dann kann ich ihn immer noch mal draufschauen, ja. Und finde immer, also ich finde bei jedem Text etwas, was ich finde, was man besser formulieren könnte oder wo man noch einen anderen Literaturverweis noch unterbringen könnte oder einen anderen Gedanken oder so. Also fertig sind Texte, glaube ich, nie, ja. Man muss sie dann irgendwann freigeben, ja. Also es ist mir selten passiert, aber es ist mir auch schon passiert, dass ich einen Text freigegeben habe, der nicht fertig war. Ich glaube nur einmal und das war aber eine befreundete Kollegin, die dieses Buch herausgegeben hat und die dann gesagt hat, also irgendwie willst du dir das nicht nochmal angucken? Dann habe ich hinterher geschrieben, oh weia, das ist, ich schäme mich richtig für diesen Text, aber es war gut, dass sie es gesagt hat, ja, also dann innerhalb sozusagen solcher Kooperationsfreundschaften ist es ja dann auch hilfreich. Ja. Aber sonst und nicht zuletzt daraus habe ich gelernt, dass man diese Zeit haben muss. Ja.
Vielleicht sollte ich noch eine andere Sache erwähnen. Wenn ich an etwas schreibe, worüber ich richtig, richtig nachdenken muss, nicht etwas, wovon ich im Prinzip schon weiß, was da stehen soll, ich muss es nur schön formulieren, sondern etwas, wo ich richtig nachdenken muss, dann stehe ich. Also ich arbeite im Stehen. Ich habe einen Schreibtisch, an dem man stehen kann oder muss. Mittlerweile habe ich auch so ein Ding zum Rauf- und Runterfahren. Aber ich habe seit bestimmt 30 Jahren, habe ich an der Wand einen großen Schreibtisch angedübelt, an dem ich stehe, weil ich gemerkt habe, dass die Gedanken besser entstehen können, wenn man steht. Das ist vielleicht nicht bei allen Leuten so, aber bei mir ist es so. Und dann gehe ich mal zwei Schritte hin und her und lasse meine Augen wandern und so weiter. Ja? Aber wenn es gar nicht weitergeht, dann, gut, natürlich kann man irgendwie spülen oder stricken oder irgendwie sowas, aber das ist ja, dann steigt man ja richtig aus, ja. Aber was ich mache, ist, dass ich dann Sachen lese, die nicht direkt dazugehören. Also irgendwie andere interessante Bücher. Und dann lese ich ein bisschen darum, und dann, aber da man ja in Gedanken damit beschäftigt ist, ja, es geht mir oft so, dass dann irgendwann mein Blick auf irgendein Wort oder einen Zusammenhang fällt und der plötzlich wieder eine Verbindung zu dem herstellt, worüber ich eigentlich gerade nachdenke, ja. Und so kommt das irgendwie, ja, dann kommt es wieder in Gang. Wenn es ganz schlimm kommt, gehe ich raus. Dann drehe ich eine Runde durch den Grüneburgpark, ja. Also bewegen ist auch immer gut, ja.